Ich nehme gerne jederzeit Zwischenfragen entgegen. Also, erstmal, das hier ist ein kleines Kraftwerk dieser Sorte. Dass das von einem Kühlschrank beschädigt werden soll oder anderes, ist schlicht Unsinn. Zweitens, die Fließgeschwindigkeiten sind berechnet nach der Formel Gaukler-Meining-Strickler, die genau diese Gefälle nachweisen kann. Wir haben auf der Strecke zwischen Lebus und Schwedt 13 Meter Gefälle, zwischen Lebus und Ratsdorf sogar 16 Kilometer, eine durchschnittliche Fließgeschwindigkeit von 5, an vielen Stellen auch 7 Kilometer pro Stunde. Und der entscheidende Punkt ist aber, wir müssen das überhaupt nicht in die Flussmitte installieren, sondern wir können es genau hinter die Buhnen jeweils in der Oder installieren. Und die Bundesrepublik Deutschland hat mit Polen einen Vertrag abgeschlossen, die Buhnen zu erneuern. Müsste man nur mit einbauen, würde es perfekt passen. Die Strömungsgeschwindigkeit am Ende, am Ausgang der Buhnen ist noch viel höher und würde nicht die Fahrrinne beschädigen oder beeinträchtigen. Ich kann jetzt leider aus Zeitgründen nicht auf die ganzen anderen Unsinnigkeiten hier eingehen, die hier vorgetragen wurden. Ich kann nur sagen, wenn man nicht mal das Potenzial nutzen will, dann setzt man also weiterhin vollkommen blindwütig auf weitere Windkraftwerke im Wald und in Naturschutzgebieten. Dann sage ich, nicht nur die Grünen, sondern auch diese Landesregierung ist offensichtlich der Geschäftsbetreiber von Enertrag und anderen Windenergiefirmen. Das ist wirklich zu wenig, das kann man keinem Bürger erklären. Wenn Sie das ernsthaft in Ihrer Energiestrategie so fortsetzen wollen, dann gute Nacht.